Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1442. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich weiß nicht, ob ihr bevorzugte Kaffee- oder Teetrinker seid. Es gibt ja Menschen, die trinken super gerne Kaffee, zu denen gehöre ich auch. Es gibt Menschen, die trinken nur Tee, gar keinen Kaffee. Es gibt Leute, die alles, beides gleich gern trinken, aber davon gibt es wohl die allerwenigsten. Ja, das meiste polarisiert sich, die einen trinken halt vorwiegend Kaffee, ab und zu mal einen Tee und bei den anderen ist es umgekehrt. Aber dass es sich so in etwa die Waage hält, das findet man eher ganz, ganz selten. Dabei gibt es gute Gründe, auch als eingefleischter Viel-Kaffeetrinker einen Tee zu trinken. Es geht ab und zu um die Gesundheit, natürlich, es geht um den Geschmack, aber es geht natürlich auch um ein kleines bisschen Spielerei, denn wie man den Tee kocht, das macht ja wohl den Unterschied. Es gibt die Fraktion, die sagt, ja, es muss immer loser Tee sein. Dann hat man verschiedene Möglichkeiten. In Tee-Ei ist nicht wirklich eine gute Lösung oder diese Teefilter, denn die Blätter sollen frei schwimmen. Deswegen nutzt man am besten eine Kanne, wo die Teeblätter frei drin schwimmen können. Zum Beispiel der Designklassiker von Mono. Ja, das ist so ein halbkugelförmiges Glasgefäß mit einem halbkugelförmigen Filtereinsatz drin. Alles gut und schön. Alles schon 100-mal gesehen. Aber was vielleicht viele noch nicht gesehen haben, das ist ein Origami-Teebeutel. Und zwar habe ich das neulich in einem Hamburger Café gesehen. Da habe ich einfach mal einen grünen Tee bestellt, weil ich da Bock drauf hatte und bekam dann eine Spezialkonstruktion, so will ich das mal nennen. Und zwar war es ein Glas mit heißem Wasser und der Teebeutel selbst, der war ein kunstvoll gefaltetes etwas aus Papier, welches an den Rändern des Beutels, eigentlich mehr ein Säckchen, ja, ist ein bisschen größer als so ein normaler Teebeutel, wie ihr euch den vielleicht jetzt vorstellt, mit so einem Faden dran, an den Rändern mit einer Papp- oder Papierkonstruktion verstärkt. Und diese Papierkonstruktion klipst man links und rechts in den Tassenrand ein, sodass quasi der Beutel oder das Säckchen mit dem Tee frei über der Tasse oder in der Tasse schwebt. Da wird also so gehalten, dass dieses Ding in der Tasse schweben kann. Das habe ich nun in diesem Café gesehen und dachte, wie cool, sowas willst du gerne für zu Hause haben, aber es ist gar nicht so leicht, wenn man das nicht weiß, nach was man googeln soll, dann das Richtige zu finden. Also habe ich dann nach grünem Tee und Bio so lange gegoogelt, bis ich die Verpackung gefunden habe, die die da auch in diesem Kaffee hatten und habe dieses dann online bestellt. Kam dann heute eingetroffen, also eigentlich schon gestern, aber die Nachbarn haben es in Empfang genommen und die waren gestern nicht da. Heute hole ich das ab und ich habe 3 Teesorten bestellt in diesem Origami-Teebeutel. Wenn ihr Origami-Teebeutel übrigens einfach mal in Google eingebt, dann seht ihr auch, was ich meine. Und habe das Paket heute aufgemacht und sehe dann, es waren nicht 3 von den bestellten Tees drin, sondern 4. Obwohl ich nur 3 bestellt und auch bezahlt habe. Was hättet ihr in diesem Moment gemacht? Einfach den 4. behalten oder den Lieferanten angerufen und gesagt, da ist ein Tee zu viel? Ja, richtig. Ich habe den Lieferant angerufen, habe gesagt, ja schön, freue mich sehr, dass der Tee heute gekommen ist, aber jetzt war einer zu viel drin, der Tee ist auch nicht billig, deswegen wollte ich das auch auf gar keinen Fall behalten und dachte dann, okay, bot dann an, diesen Tee zurückzusenden. Und dann sagte die nette Dame am Telefon, schauen Sie mal bitte auf die Sorte drauf, die Sie nicht bestellt haben. Und das war Darjeeling. Ich hatte nämlich grünen Tee und 2 Früchtetees bestellt. Und auf dem Darjeeling war ein Aufkleber drauf, der sagte, das ist ein Geschenk zum 25. Firmenjubiläum. Ein doppelter Grund, sich gut zu fühlen. Zum einen, weil man selber das Gefühl hat, ehrlich zu sein. Und zum zweiten, weil man es dann trotzdem behalten darf, weil es von Anfang an so gemeint war. Ja, coole, schöne Sache, wenn ihr auch so einen Tee haben wollt, dann könnt ihr euch auch direkt wenden an die Bio-Tee-Manufaktur. So heißen die. Ja, vielleicht weiß nicht, wie lange es jetzt dieses 25 Jahre Geschenk gibt, keine Ahnung. Aber
Wenn ihr Bock auf Origami-Teebeutel habt, dann bleibt euch fast keine andere Alternative, denn ich habe danach gesucht, das ganze Internet durchsucht und habe es nicht noch irgendwo anders gefunden. Also dann viel Erfolg euch, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns vielleicht morgen wieder. Euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.